Geht, was geht, was geht? Servus, meine lieben Babes, und einen wunderschönen guten Tag auch von mir an dieser Stelle. Die ganze Zeit einfach nur Fleisch essen. Ist das noch gesund? Kann das überhaupt gehen? Das weiß keiner außer wir. Heute machen wir eine Folge über carnivore Diäten, beziehungsweise über die carnivore Ernährungsform. Das sind im Endeffekt Fleischesser, ne? Also die eigentlich fast nur Fleisch essen. Löwen, ne? Die menschlichen Löwen. Und heute, ne, stellen wir euch das mal vor, was das überhaupt bedeutet, wie das aussieht, was das so für Studien gibt. Ist es wirklich so schlecht, wie man denkt, wenn man nur Fleisch isst? Und dann halt nochmal auf die Ethik drauf eingehen und auf die Umwelt, was es bedeutet, wenn man eben so viel Fleisch konsumiert, vor allen Dingen in der ganzen Community. Was ist carnivore Diät eigentlich? Es ist im Endeffekt das Gegenteil von der veganen Diät. Also du isst nur Fleisch bzw. nur tierische Produkte, also auch Ei und sowas, Milch, ne? Da gehört alles dazu. Und im größten Teil isst du halt fast null Kohlenhydrate, also keine Kartoffeln oder sowas. Du isst 80% Fett, fast, also grob, ne? Und 20% Protein. Wenn man sich jetzt denkt, nur Fleisch ist sehr proteinlastig. Warum ist das so? Weil du halt sonst elendige Verstopfung bekommst, wenn du so viel Proteine isst und sehr krasse Verdauungsprobleme. Kann auch auf die Leber gehen, alles drum und dran. Deswegen isst man eher mehr Fett als Protein. Also nicht immer nur das Brustfilet vom Hühnchen. Kann das überhaupt gesund sein? Ne? Der Common Sense ist ja, ne, wenn man sich jetzt denkt, gut, ich esse jetzt den ganzen Tag Fleisch für ein paar Monate lang, kann nicht gesund sein, weil man hat ja immer so diese Referenz, Gemüse, Obst und alles drum und dran ist das Gesunde. Das braucht man dafür, dass man eben als gesund gilt. Und die ganzen Organisationen sagen halt auch, ne, Fleisch ist nicht gesund, man soll Fleisch reduzieren. Die DGE, ne, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, und auch die Österreichische sagen halt, das macht keinen Sinn. Deswegen denkt man sich halt, das geht nicht. Aber fangen wir mal ganz, ganz langsam an und auch ganz früh. Also es wurde schon früher festgestellt, also es gibt ja zum Beispiel auch die Paleo-Diät als Trend. Mhm. Ist jetzt nicht sowas wie diese Carnivore-Diät, sondern Paleo probiert halt so daran zu erinnern, wie sich unsere Ahnen ernährt haben und sich auch so zu ernähren. Aber es ist auch schon ganz früher, zum Beispiel in den 1930er Jahren, entdeckt worden, dass manche Wissenschaftler, die in der Arktis so rumgeforscht haben, haben dann manchmal keine andere Wahl gehabt, als sich über Monate nur von Fleisch zu ernähren, weil das halt die traditionelle Ernährungsweise der Inuit war, das Volk, das halt einfach gelebt hat. Da wurde dann, haben sich ein paar Wissenschaftler gedacht, kann das überhaupt so sein, dass die wirklich seit 10 Jahren oder so fast nichts außer Fleisch einfach essen und Fisch, also tierische Produkte nur. Ich sage und schreibe, 2 Freiwillige haben sich da gemeldet, die für über ein ganzes Jahr einfach nur Fleisch gegessen haben. Auch kein Ei und so, sondern wirklich, die haben sich strikt an Fleisch gehalten. Mm. Wichtig war im Rahmen der Studie, es wurde nichts erlaubt, was irgendwie verarbeitet ist. Also nichts mit Nitrit gepökelt, keine Aoste-Salami. Bei denen war das auch so, dass 80% von der Energie kam aus dem Fett vom Fleisch und 20% der Energie kam von Proteinen zum Fleisch, hat der Lukas schon vorher gesagt. Was haben die da jetzt rausgefunden? Man muss zugeben, ne, 2 Leute sind jetzt nicht die Welt. Man kann jetzt nicht viel daraus schließen und ist schon ziemlich alt. Nichtsdestotrotz wollen wir das hier anmerken. Keine signifikanten Schäden an jetzt zum Beispiel der Niere, was jetzt viele sagen, dass irgendwie, ja, das gefährlich sein kann, wenn du eben zu viel Protein konsumierst, ne? Kannst du irgendwelche Nierenschäden davon tragen, konnten sie hier nicht gezeigt werden. Mentale Gesundheit schien on point zu sein, sie haben sich wirklich fit gefühlt. Sie hatten vor allem, das ist einer der Hauptvorteile von dieser Carnivore-Diät, du hast diese Blutzuckersteigungen und Abfälle, logischerweise nicht, weil du einfach keinen Zucker oder keine Kohlenhydrate konsumierst. Deswegen hast du über den Tag lang konstant Energie, sage ich mal. Und das hilft vielen Leuten, ihren Alltag einfach besser zu managen. Sie hatten keine Vitamindefizite. Das ist echt richtig, richtig krass. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was halt viele Leute nicht realisieren. In Fleisch und tierischen Produkten sind echt viele Vitamine drin. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Leber oder so anschaut, kann es gut und gerne sein, dass Leber im Summa summarum ein Vitamingehalt vergleichbar mit dem Brokkoli hat. Aber niemals würde jetzt der Normalbürger jetzt einfach sagen, ja, Leber hat so viel Vitamine wie Brokkoli, weil man einfach Vitamine mit Obst und Gemüse assoziiert und nicht zwangsläufig mit Fleisch. Eine Studie von der Amber O'Hearn heißt sie, ist eine Wissenschaftlerin aus L.A. kommt sie. Amber. Und sie hat sich angeschaut, okay, wie ist es jetzt genau? Wenn ich jetzt nur Fleisch esse, kann ich da oder habe ich da irgendwelche Defizite in der Nährstoffversorgung? Sie ist eben zu dem Schluss gekommen, dass sogar Vitamin C keine Mangel gab bei der Probandengruppe, die es gemacht hat. Genauso wie diese Studie von 1930, also wirklich keine Vitamindefizite hatten die. Man muss dazu sagen, aus irgendeinem Grund ist diese Studie von ihr sehr, sehr schwierig zugänglich und wir haben keinen Zugang darauf gefunden. Aber ich habe mehrere Artikel gelesen, wo das eben so drinnen stand, dass sie das eben herausgefunden hat. Deswegen habe ich das jetzt mal für wahre Münze genommen. Kommen wir zu der Hauptstudie. Ist ziemlich aktuell und von der Harvard University, also ne, Harvard kennt man, ist auf jeden Fall aussagekräftig, würde ich sagen. Und zwar, was haben die gemacht?
Die haben 2029 Leute, die diese Carnivore-Diät für mehr als 6 Monate, also 6 Monate oder länger, manche Leute da drin haben, die wirklich schon sehr, sehr lange machen die das. Und haben sie selbst befragt zu Auswirkungen auf ihre Gesundheit, auf ihr Körpergewicht, alle möglichen Sachen und haben eine Analyse gemacht, wie die Blutfette und so aussehen bei den Leuten. Zu ihrem großen Verwundern, also man merkt es wirklich, ich habe die Studie jetzt auch unten verlinkt oder wird hier irgendwo eingeblendet, könnt ihr euch gerne auch durchlesen. Man merkt wirklich, dass die Wissenschaftler selber verwundert waren, wie krass positiv diese Effekte waren von einer nur Fleischdiät, weil eben das so gegen das geht, was man lernt oder was man sich auch denkt, einfach, dass es halt nicht gesund sein kann. 95% der Leute haben angegeben, dass sie Overall Health, also so eine Kategorie, halt einfach so dieses, wie du dich allgemein fühlst im Alltag, wie gesund du dich fühlst, wie fit du dich fühlst, dass es sich extrem gesteigert hat bei denen, also bei 95% der Leuten, also nur bei 5% hat es sich nicht beeinflusst oder halt geschwächt, das ist schon mal krass. Dann der BMI ist im Schnitt gesunken, also BMI ist einfach der Body Mass Index, ist so ein Risikoparameter für welche Erkrankungen, welche Stoffwechselerkrankungen kannst du jetzt bekommen oder nicht, also ist einfach so ein Risikoding, ist auch nicht so krass aussagekräftig bei einer Randgruppe, bei Leuten, die ziemlich viel Muskeln haben, ist halt eben nicht so aussagekräftig, aber das wollen wir jetzt dem mal nicht unterstellen, dass sie alle irgendwie Arnold Schwarzenegger waren und also das ist auf jeden Fall auch was Gutes. Blutfettwerte denken sich jetzt vielleicht viele, wenn ich jetzt nur tierisches Fett esse, hört man ja immer, ja, tierisches Fett wirkt sich richtig schlecht auf die Blutfettwerte aus. Was man sagen muss, ist, LDL war stark erhöht. HDL und Triglyceride sind aber im Optimalbereich gewesen. Was sagt uns das jetzt? Es sagt uns, LDL ist ein Risikofaktor, muss man ganz klar sagen, ist nicht gut, wenn es stark erhöht ist. Aber HDL und die Triglyceride sind auf dem optimalen Wert. Das kann für manche Menschen immer noch besser sein, als wenn sie zum Beispiel durch eine Vollwerternährung dauerhaft einen krass hohen Blutzucker haben. Man muss da ein bisschen abwägen, aber Fakt ist einfach, LDL war stark erhöht und das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn das so ist, das kann man so sagen. Die Diabetiker, und die haben davon am meisten profitiert, weil sie logischerweise keine Kohlenhydrate aufgenommen haben und sie mussten sogar deswegen weniger Medikamente zu sich nehmen, die dann wirklich halt auch ihre eigenen Nebenwirkungen eben haben. Da kommen wir auch schon zu diesem Hauptding, was wir denken, dass das für einen Vorteil haben kann, nämlich es gibt Anzeichen, dass für Menschen mit gewissen Erkrankungen, zum Beispiel Diabetes oder auch anderen Autoimmunerkrankungen, diese Ernährung sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Also ich habe schon von vielen Fällen, leider gibt es dazu keine Studien, wie gesagt, weil das ziemlich schlecht erforscht ist, das Gebiet. Und genau für die Leute glauben wir oder glaube ich auch, dass es einfach, ja, vielleicht sogar die bessere Form der Ernährung ist, wie eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Soll aber jetzt nicht heißen, dass es für jedermann so ist. Also wenn man mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung gut fährt, sage ich mal, wenn man dadurch keine Beschwerden bekommt, wieso sollte man das nicht machen? Wieso sollte man sich so krass limitieren, nur Fleisch zu essen? Was ist so deine Meinung zu dieser Carnivore-Diät? So, sagst du so, ja, kann man mal machen, soll man vielleicht sogar machen? Oder? Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, Fleischkonsum sollte man trotzdem reduzieren. Allein aus Umweltgründen und aus ethischen Gründen. Weil man kann klar sagen, wenn eine Person den ganzen Tag lang Fleisch isst, ist ja alles cool. Aber wenn du jetzt überlegst, die halbe Weltbevölkerung isst jeden Tag nur Fleisch, halt, ja, irgendwie so 2000 Kalorien auf Fleisch, dann weißt du halt, was los ist. Oder man weiß ja jetzt schon, was los ist mit der Massentierhaltung. Ne? Entstehen Monokulturen. Also hat halt eine große Last auf die Umwelt. Ne? Ob das jetzt Luftverschmutzung ist, ob das jetzt für die Böden ist, auch für die Tiere ethisch gesehen, ne? Muss man sagen. Ey, die leben halt nicht gut. So, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist auch meine Meinung. Dem könnte man ein bisschen aus dem Weg gehen, wenn man selber jagt, einfach sich einen Elch zu schießen und den dann für ein Jahr oder so an diesem Elch zu knabbern, sage ich jetzt mal auf dumm gesagt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, so um das bisschen abschließen zu können, es muss auf jeden Fall daran viel mehr geforscht werden und es ist ultra interessant. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass es überhaupt, dass du über 5 Wochen nur Fleisch essen kannst. Ja, man kennt es halt, ne? Man ist halt also echt so ein Ding. Das ist genauso, wie man sagt, Zucker ist schlecht. Ein Forschungsbereich, wo halt noch viel geforscht werden kann, aber wo man sich halt denkt, da wurde schon viel geforscht. Ne? Man hat halt so im Kopf, okay, das ist schon weit erforscht, weil es halt so ein Thema ist, was es halt schon immer gibt irgendwie. Aber ist halt einfach nicht so. Ja, schon, ist schon klar, also diese rein Fleischdiät ist halt for real eigentlich null erforscht. Allgemein ist ja so, ne, von uns, ey, sind keine Ärzte und so, ne, kein Rat in jedem. Ich glaube, man muss sich da eh auch dran gewöhnen, oder? Genau, also es gibt so eine Gewöhnungsphase. Es gibt sogar von manchen Leuten, die sagen, die haben so die miesesten Durchfälle für 3 bis 4 Tage und dann geht's übel klar. Du kannst halt einfach so wählen, so isst du jetzt, also manche essen halt auch ein bisschen alle tierischen Produkte, manche essen wirklich nur Fleisch. Wenn du alle tierischen Produkte hast, hast du ein bisschen mehr Auswahl, aber du, im Endeffekt ist dann auch so, ja, weil ich jetzt irgendwie ein Steak mit bisschen Ei oder bisschen Ei mit bisschen Steak, so weißt du, das ist halt, ja. Genau, das war's zu diesem Thema. Wenn ihr jetzt Bock habt und die Gegenseite, sag ich mal, hören wollt, also
ein bisschen mehr über Veganismus. Gut ist das für die Umwelt. Gut ist das für die Umwelt, genau. Oder vielmehr so einfach die Umweltfolgen von unserer heutigen Ernährung, wenn man halt eben nicht jeder eine Carnivore, das können wir auch mal machen, so ein Gedankenexperiment, stellt vor, jeder würde nur Fleisch essen. Dann passieren würde. Wäre, glaube ich, ganz schnell 7,9 aus. 7,9 Milliarden Menschen. Dann wäre ganz schnnell aus. Jeden Tag 2 Kilo Fleisch. Das ist sehr hart. Oder? Nee. Aber einfach die Umweltfolgen von unserer heutigen Ernährungsform. 14 Milliarden Kilo oder Fleisch. Oder ein bisschen 14 Milliarden, Digga. Ne, ihr wisst Bescheid, stimmt ab. Und tschüss. Tschüss.